So, hallo und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Und ja, ich weiß es. Es ist ein absolut schwachsinniges Video. Viele schreiben mir, wenn ich solche Videos mache mit 10, 15, 20 die gleichen Magazine, das ist doch schwachsinnig, will keiner sehen. Aber trotzdem sind da Klicks drauf und trotzdem mache ich das. Und warum ich das diesmal mache, werde ich natürlich auch wieder in dem Video erklären. Also wie gesagt, es sind 20 Lego Ninjago Magazine Nummer 61 für rund 4 Euro. 4 Euro Minifigur ist schon bezahlt. Ihr wisst, teilweise bestimmte Lego Figuren auf dem Flohmarkt einzeln oder irgendwo, ihr zahlt immer um die 2,50, 3 Euro auf jeden Fall für eine coole Figur. 4, 5, 7 bis hoch 10 Euro, wenn sie noch relativ neu ist. Also passt es. Hier 4 Euro, eine Minifigur. Eine limitierte Karte. Die limitierte Karte, wenn ich die verkaufen würde, wie gesagt, würde, dann würde ich die Minifigur wieder raus haben. Aber das wisst ihr. Und dazu gibt es noch ein Lego Ninjago Serie 5 Booster. Also, der Preis finde ich absolut okay. Und deswegen habe ich nicht eins, sondern 20. So sieht der Haufen aus. 20 Magazine, die ich jetzt in diesem Video einfach nur auspacke und euch hinterher zeige, was für ein Haufen Minifiguren ich habe. Ach. So, wichtig für mich ist ja diesmal die Minifigur. Die limitierte Karte zwar auch, aber ich besitze sie schon so oft. Das wisst ihr ja durch meine Videos. Aber warum mache ich das? Erstens, ich sage ja immer in meinen Videos, das ist eine coole, richtig coole Figur. Der Eiskaiser. Stimmt auch. Der Eiskaiser an sich, hier seht ihr das besser, ist eine top coole Figur. Ohne den Helm, mit dieses transparente Blau, ist es ein Eiskrieger. Und das finde ich richtig cool. Und ich sage ja immer in meinen Videos, ich will mir eine Eiskaiserarmee aufbauen. Nicht nur mit diesem Eiskaiser, Helm ab, Eisarmee. Es gibt, gab es ja auch vor 2 Jahren, habe ich in alte Wundertüten ja gehabt, die weißen mit dem silbernen Kopf. Die passen wunderbar dazu. Wenn ich demnächst Zeit habe, werde ich alle rausholen und dann die ganze Armee aufstellen auf ein Lego-Brett, Bretter, weil das sind ja reichlich Figuren, die ich dann besitze. Und dann werde ich so euch alle mal präsentieren. Also jetzt kommen auf jeden Fall wieder 20 neue Figuren dabei. Ich besitze dann, müsste ich dann um die 50 Stück, glaube ich, schon besitzen. Ja, nicht ganz. Also 40 sind es auf jeden Fall. Ihr kennt ja meine Videos, die ich mal ab und zu mache. Mit 10 oder mehr. Dann mache ich das. Und deswegen wird es jetzt hier auch so sein. Aber so auf die 50, 60 mit die anderen komme ich auf jeden Fall. Und ja, ihr müsst nicht immer schreiben, es ist doch Schwachsinn, so ein Video zu machen. Der eine oder andere braucht diese Figuren. Das ist ganz klar. Oder möchte brauchen. Brauchen tut man nichts im Leben. Das ist einfach so. Bis auf Sauerstoff, ein bisschen Nahrung, ein bisschen Getränke. Mehr braucht man nicht im Leben. Also das sind alles Luxusgüter, die man sich gönnt. Sagen wir so. Die man sich ganz einfach gönnt. Aber ich finde es eben cool mit der Eisarmee, wie ich das von Anfang an, wo ich das erste Mal das Heft gesehen habe, fiel mir das sofort auf. Ich habe es euch sofort gesagt. Daraus mache ich eine Eiskaiserarmee und das werde ich natürlich auch machen. Und deswegen habe ich mir jetzt noch einmal eine Menge Magazine gegönnt. Aber das ist ja so. Irgendwas gefällt einem immer da dran. Den einen gefällt das da dran, den anderen das. Und mir eben diesmal die Figur und nicht die limitierte Karte. Die limitierte Karte ist ein nettes Beiwerk. Oder, ja. Aber wie gesagt, wenn man die limitierte Karte
einzeln verkauft, hat man die Figur wieder raus. Wenn man sie verkauft, aber ich verkaufe sie ja sowieso nicht, das wisst ihr ja. Noch nicht. Irgendwann werde ich das wohl machen. Irgendwie, keine Ahnung, über irgendein Internetportal oder YouTube ansagen, dass ich das und das, vielleicht mache ich auch eine eigene Internetseite, wo ich dann die ein oder anderen Sachen verkaufe. Ich habe es ja wirklich ohne Ende. Aber ich kann mich zurzeit davon nicht trennen. Aber wer natürlich cool findet, die Eiskaiserarmee, wie ich sie vorhabe, oder überhaupt was von die neue als Ninjagos. Ich versuche natürlich immer irgendwas unter dem Video zu verlinken, das wisst ihr. Sicher, bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Und teilweise, ihr habt es wahrscheinlich jetzt so schon gesehen, sind verschiedene Qualitäten der limitierten Karten dabei. Hier rechts ist der goldene Rand breiter wie links. Oben und unten ist relativ gleich. Deswegen ist das keine 10, 8,5, 9. Ist aber trotzdem passabel. Für den Sammler auf jeden Fall ein Muss. Ja. Und ich weiß, einige schalten jetzt ab und schreiben darunter schwachsinnige Videos. Aber die anderen finden das eben interessant, was ich damit vorhabe. Aber wenn ihr auch schon mal sowas gemacht habt oder noch macht, weil euch irgendeine Figur gefallen hat, dass ihr euch mehrere Magazine davon angekauft habt, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Es müssen ja nicht 20 Stück sein, 10 Stück sein. Ich weiß es selber, es ist wirklich übertrieben. Aber wenn ich was aufbauen will, dann will ich Fläche haben, dann will ich, dass man die richtig sieht, wie sie eben ankommen. Wenn ihr auch nur 2, 3 Magazine oder andere Sachen euch gegönnt habt, ist ganz egal. Schreibt es. Für mich und alle anderen natürlich in die Kommentare. Weil es kommt niemals auf die Menge an. Ich weiß, es geht alles nur mal ums Geld. Und wie gesagt, ich mache alles nebenbei. Ich gehe ganz normal arbeiten. Habe also keinen, wie man so schön sagt, großen YouTube-Kanal, die alles gespendet kriegen und dann nicht ehrlich seine Meinung darüber äußern können. Aber dafür kennt ihr mich ja, so wie ich es gerade finde, sehe, ausprobiere, gebe ich meine Meinung ab, weil ich es alles ein ganz normaler Verbraucher bin, der es gekauft hat. Entweder finde ich das gut oder nicht gut. Und ich meckere dann auch immer sofort. Aber ich habe es gleich geschafft, alle 20 Stück auszupacken. Und könnt ihr mal 20 Eiskaiser auf einen Haufen sehen. Ich beobachte immer die limitierte Karte, weil es dafür unterschiedliche Drucks gibt, wie die eigentliche Pappe, wo es drauf gedruckt wird. Ja, ist kein richtiges Papier, pappmäßig, wie die in die Maschine immer wieder verrutscht. Aber sonst, ihr seht es hier genau dasselbe. Aber einige Sammler hört das nicht. Ja, das würde schneller gehen. Wird hinten nicht immer so viel Silikonkleber drauf machen. Aber mache ich die jetzt mit Silikonkleber jetzt nach hinten schmeißen, dann kleben die alle zusammen. Dann müsste ich das eh... Oh, die ist gebrochen. Die ist gebrochen. Die... da muss ich mal schauen. Also die gefällt mir schon mal für mich
gar nicht. Dafür kennt ihr mich ja. Ah, wieso geht jetzt nicht auf? Aber ich produziere auch gerade 20 Lego Ninjago Boostertütchen. Vielleicht, wenn ich heute noch Zeit habe, werde ich die auch noch unboxen. Alle 20 auf einmal wieder. Wird dann zwar auch wieder ein längeres Video, aber dann habe ich sie auch ausgepackt. Vielleicht mache ich das auch gleich noch oder heute. Gleich nicht sofort, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Ich muss ja mal alles wieder ordnen bei mir, wo welche Minifiguren drin sind. Aber wie gesagt, wenn ihr auch noch Lust dazu habt, 20 Booster-Videos zu sehen, könnt ihr mir heute noch einen Daumen hoch da lassen oder eben in die Kommentare schreiben. Ja, mach. Dann mache ich das. So, ich glaube, drei Magazine sind das noch. Aber man sieht auch unterschiedlich viel Silikonkleber da drauf ist. Aber ihr schreibt mir natürlich auch darüber in die Kommentare, was ich damit vorhabe, wie ihr das findet. Mist oder eben gut, cool, dass ich so eine richtige Eiskaiserarmee aufbauen möchte. Und habt ihr vielleicht auch eine Eiskaiserarmee vor? Jetzt nicht so viele Figuren wie ich. Mit weniger ist es ja vollkommen egal, wie viel man macht. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt vorne den Eiskaiser hat, hinten zwei, dann drei, sind sechs Stück und man hat schon einen Blick, dass es eine Armee ist. So, und hier ist es nun. Das 20. und letzte Lego Ninjago Nummer 51 Magazin mit den Eiskaiser und die limitierte Karte LE4. Das alles für 4 Euro. Ja, jetzt nicht für 4 Euro ein Magazin, was ich jetzt ausgegeben habe, brauche ich ja nicht zu sagen. Das könnt ihr ja zusammenzählen. So, das war's. Das 20. Magazin bedeutet. So, mal ranzoomen. 19, weil die eine, die gefällt mir nicht. 19 limitierte Karten. Der Lego Ninjago Serie 5, die LE4. Dann schreibt ihr mir natürlich in die Kommentare, ob ihr gerne heute noch ein Lego Ninjago Booster Video sehen wollt. Ich habe jetzt wieder 20 Booster hier. Kann ich natürlich machen. Ich habe sie hier. Aber dann das Wichtigste, weswegen ich mir die Magazine gegönnt habe. Wegen meiner Eiskaiser-Armee. 20 Tütchen mit den Lego Ninjago Eiskaiser. Und die ist ja wohl wirklich. Ich zeige es euch mal. Aber ihr kennt sie ja aus zahlreichen Videos von mir. Und einige von euch haben die ja selber. Aber der Eiskaiser kriegt von mir den Helm. Und die Armee natürlich nicht. Ja. Wo ist denn jetzt Schulterpolster? So, und so nur als Armee. Richtig cool finde ich das. Und vorne eben der Eiskaiser mit dem Helm. Ich muss mal gucken, was für eine Waffe der kriegt und wo drauf er ist. Wie gesagt, wenn ich soweit bin und ich habe Zeit, werde ich euch die ganze Armee
vorstellen. Nicht nur die, auch die mit den goldenen Köpfen, die vor 3 Jahren rausgekommen ist, habe ich auch einige, das als seine Elite-Soldaten in Vordergrund, hinten alle die. Sieht bestimmt perfekt aus, könnt euch ja mal überraschen lassen. Aber es dauert was. So, und jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Dass es ein schwachsinniges Video ist, war ganz klar, weiß ich. Aber das mache ich nur, um meine Eiskaiserarmee aufzubauen. Und deswegen schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Irgendwas von Lego Ninjago werde ich unter dem Video verlinken. Sicher und bequem ist es immer. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Und ich sage wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Guckt hin und schaut zu.